So, moin Jungs, da bin ich wieder und ich habe ein neues Video für euch. Und zwar, ich erfülle euch in diesem Video gleich drei Wünsche auf einmal. Das ist so, das ist, Alter, was geht denn hier ab? Was geht denn da hinten ab? Wieso prügeln die sich? Jetzt tritt der auch noch nach, sag mal, was macht denn der? Oh Gott, der Arme. Also, jetzt haut er einfach ab. Also ich... Was ist denn das jetzt? Junge, das ist doch nicht normal. Da möchte ich einmal mal wieder ein normales Video machen. Und dann vögeln da zwei Telefonzellen auch noch. Also Jungs, es tut mir... Also... Nee. Also irgendwas stimmt nicht, weil sowas... Also sowas passiert mir in letzter Zeit echt oft. Ich möchte irgendein Video, irgendeine Aufnahme machen. Und bevor ich Record drücke, um mich da zu positionieren und euch zu begrüßen, passiert so eine Scheiße. Ja, ne? Also, vielleicht liegt's an mir. Ich bring die Glitches mit ins Spiel. Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe ein neues Video für euch und zwar wie ihr als VIP einen God-Mode bekommt. Also keine Angst Jungs, ihr könnt keine anderen Spieler abfacken, weil ihr könnt keine anderen Spieler abschießen und die anderen Spieler können euch nicht abschießen. Also ich würde euch empfehlen, Piratenangriff nicht zu machen, die werdet ihr verlieren. Was ihr dazu machen müsst, ist erstmal den Status als VIP anzunehmen. Das habe ich jetzt in dem Fall gemacht. Und als nächster Schritt, ihr müsst irgendeine Spielerliste öffnen. Also wenn ihr keine habt, erstellt halt kurz eine. Ich habe noch eine vom letzten Glitch, Money Glitch. Und dann geht ihr da einfach mal rein unter meine Spielelisten und dann sucht euch da irgendwas Hübsches aus, was euch gerade so gefällt. Und dann müsst ihr einfach nur Dreieck drücken, um sie quasi zu bearbeiten. Und wenn ihr dann drin seid, drückt ihr einfach wieder Kreis und wieder Start, dass ihr wieder quasi, ja hier, ohne der Option im freien Modus rumsteht. Wie ihr seht, könnt ihr auch keine Waffen jetzt mehr benutzen, ihr seid quasi im Passivmodus. Da müsst ihr euch einfach nur über das Interaktionsmenü selbst umbringen, wie ich das jetzt gerade in dem Fall mache. Und wenn ihr dann wieder gespawnt seid, müsst ihr einfach nur wieder Start drücken, geht auf Online, geht auf Optionen. So, und dann seht ihr oben Passivmodus deaktivieren, ist grau hinterlegt. Gar kein Problem, einfach nur X drücken, dann seht ihr rechts unten Passivmodus, also die Zeit, die abläuft. Die Zeit könnt ihr einfach nur abwarten und dann seid ihr jetzt nun nicht mehr im Passivmodus und dann könnt ihr ganz normal eure Waffen wieder ziehen und könnt euch auch selber nicht mehr umbringen. Aber Jungs, ihr wisst ja, ich wäre nicht Zeddy, ne? Wenn ich solche Glitches nicht einfach für noch mehr Spaß und für neue Sachen für mich oder für euch entdecken würde. Und zwar, ihr könnt jetzt daraus einen Launch-Glitch machen. Es gibt ja so viele Launch-Glitches mit dem Passivmodus aktivieren auf den blauen Zäunen oder das geht auch mit VIP-Status und ich habe ja schon einige oder zwei Versionen davon schon hochgeladen und das könnt ihr jetzt einfach selber machen. Also ihr braucht keinen zweiten Spieler mehr, um euch in die Luft zu launchen, sondern ihr sucht euch irgendeinen Gegenstand aus, der dynamisch ist. Also ob es jetzt eine Motorhaube ist oder ein blauer Zaun oder ein Einkaufswagen, normale Zäune, Bänke, funktioniert einfach mit jedem Gegenstand, der irgendwie sich bewegen lässt. Dann legt ihr dort 5 Haftbomben hin, also ich würde euch empfehlen 5, weil dann fliegt ihr einfach höher. Oder mit dem Rocket Launcher geht es natürlich auch, oder mit der Hydra, aber ihr seid ja Solo, ne? Wie wollt ihr denn eine Hydra bekommen und dann auf euch selber schießen? Geht ja nicht. Also, in dem Fall sucht euch irgendeinen Gegenstand aus, der sich bewegen lässt, legt dort Haftbomben hin, schießt mit dem Panzer, mit dem Raketenwerfer oder mit der Panzerfaust am besten noch drauf, damit es euch noch höher katapultiert. Und schon habt ihr VIP-Status, habt God-Mode und, also ein God-Mode, der andere Spieler nicht abfacken kann, und ihr habt einen Solo-Launch-Glitch. Also ist doch geil, oder? Also das sind gleich drei Dinge auf einmal, die ich euch mit diesem Video erfülle. Also mega geil, wenn das nicht 2 Likes pro Zuschauer wert ist. Also ich möchte schon ungefähr 2 Millionen Likes auf dieses Video haben. Und ihr könnt mir dabei helfen. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr mich abonnieren. Und ich würde einfach mal sagen... Wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, ich lasse im Hintergrund noch vielleicht was laufen. Nein, natürlich nicht. Also alles klar. Ciao Jungs, haut's rein.